So, hallo, willkommen zu einer weiteren Folge bei unserem LS22-RP-Projekt Großelternhof. Mit dabei heute sind Norbert Müller, aka Jan Philipp, den man nicht hört, warum auch immer. Stefan Betzold. Guten Abend. So, wieso hast du mich gehört? Du wurdest blau angezeigt, aber man hat dich nicht gehört. So, ich bin ganz normal da. Ja. Oscar Johnson. Hallöchen. Und Phil Jackson. Hallo. Genau. Die beiden von Metlu, die ja neu sind. Cool, ja. Wir haben gerade gute Nachrichten bekommen vom LU, dass wir echt guten Preisen Hülle und Mist verkaufen können und dann wiederum zu sehr guten Preisen auch Dünger einkaufen können. Ja, gut, dann würde ich sagen. Silage gilt das nicht, oder? Da habt ihr keine Möglichkeit für. Nein, das geht nicht. Also leider nur Mist und Hülle. Mist und Gülle, okay. Okay. Liebt ihr auch Tiere? Mir hätte auch bist du, Ich hätte auch Platz. Alles klar. Ich hätte auch Platz für 170 Tiere. 170 Tiere noch? Da müsst beim Tierhandler mal telefonieren. Okay. Oh, ich sag mal tschüss, ich düse mal los, ne? Ja, alles klar. Jo, tschüss, Stefan. Ciao. Ciao, Sebastian. Später also. Vielleicht. Ja, ich muss auf Norbert warten. Mein Trecker steht bei Norbert. Also. Norbert. Ja. Deine Felder, wie groß sind die? Moment, kann ich ja gleich ganz genau sagen. Also, Feld 85 ist 1,37 Hektar groß. Mhm. Und das Feld 88 1,12 Hektar. Alles klar. Also Pups. Ja. 2,5 Hektar circa. Ja, da fahren wir mit dem Dings, fahren wir mit dem Kleinen. Also ich würde da auf jeden Fall das größte Teil nehmen, was ihr habt. So einen schönen Lexion 8000 oder so. Ja, den hätte ich. Ja, ich glaube, du hast den Katalog inspiziert, oder? Aber den gibt's leider bei uns, glaube ich, nicht. Aber wir fahren raus. Stellst du deinen Trecker hin und tankst selber ab? Ja, genau, ich stelle einen Anhänger an die Seite. Alles klar, dann fahr ich. Oh, schau, Phil Kim da schon wieder. Oh. Der ist mit eurem Bodenproben fertig. Ja, sehr gut, cool. Dann kriegen wir da eine Rechnung rüber. Die anderen habe ich übrigens überwiesen. Das ist ja. Ja. Aber wir haben ausgemacht 20 Uhr im Sommer, gell? Ach so, ja, ich war gerade, wo ich hier unterwegs war, habe ich gesagt, ja, ich überweise das jetzt nicht, dass ich nachher vergesse, weil wir gleich noch ein bisschen was zu tun haben. Perfekt, super. Ja, aber du sagst es ja auch bis 20 Uhr, oder? Ja, nicht? Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, dann sehen wir uns morgen. Jo, bis dann. Ich hoffe, der Trecker steht dann da. Die Nacht ist jung. Ja, wir stehen früh auf. Genau. Alles klar, ciao. Tschüss. Oh. Ja, das ist doch... Scheint ja ziemlich lukrativ denn zu sein, mit Gärresten und Gülle und so weiter da zu hantieren. Ja, genau. Mist und Gülle, so rum. Mist und Gülle, ja. Oh, da der Postwagen. Da muss ich ja meine Kühe noch ein bisschen aufstocken. Die Kapazität habe. Ein bisschen Platz habe ich ja noch im Stall. Ja, wir haben, glaube ich, wir haben ja auch einen Kuhstall da und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Platz dran. Aber aktuell ist das preislich. Ich weiß nicht, wo da eine Kuh liegt. Glaube ich nicht drin. Aber die vermehren sich ja auch irgendwann, ne? Ja, noch eine Zeit, das dauert in irgendwie so 10 Monate oder so. Und dann. Ich glaube, eine normale Kuh kostet
gerade so 1550, die schon. Also das älteste Exemplar jetzt. Ja. Ach, das hier war dann Feld rechts, ne? Ja, genau. Das ist auch bald erntereif. Was war da drauf? Die erste? Sorghumhirse. Sorghumhirse. Aber durch den Schnee konnte ich natürlich nicht so die Feldpflege machen. Deswegen habe ich einen schlechten pH-Wert und einen schlechten Stickstoffwert. Also ja. Ganz. Ja, ich glaube, so wie es aussieht, könnte man das jetzt auch schon zu Futter häckseln. Ja, theoretisch schon. Es ist ja die letzte Wachstumsstufe. Genau. Und dann kann man das ja nämlich häckseln. Aber ich hätte gern das Produkt daraus, um das dann halt zu verkaufen. Ja. Ja, wir haben auch Sorghumhirse angebaut, aber das ist für unsere Hühner wollen wir das behalten. Ja. Ja, wie gesagt, so nur jetzt rein von den Kühen halt leben, ist ein bisschen wenig. Ja. Die produzieren zwar gut schon Gülle und Milch und alles und so weiter, aber man muss ja trotzdem noch nebenbei ein bisschen Getreide anbauen, um das auch dann mal nebenbei zu verkaufen. Und ja. Deswegen habe ich halt so ein Sojabohnenfeld, Ackergras, Hirse, Hafer und so. Weil die wachsen relativ schnell und ja, sind eigentlich gar nicht so schlecht im Verkauf. Ja. Nachher. Daher. Ja. Hallo Noah. Muss ich mal auf jeden Fall morgen wahrscheinlich mal mit dem Tierhändler sprechen, dass ich da nochmal ein paar Tiere kriege. Ja, der ist ja hier vorne bei dir um die Ecke. Ja, hier sind wir gerade dran vorbeigefahren. Ja, aber lass ich mir da ein paar liefern und dann. Ja. Geht also nochmal gucken. Ja, ich habe jetzt auch so die Rechnungen fürs Ballenpressen. Was schätzt du, habe ich für das Feld Ballen bezahlt? Fürs Mähen und Ballenwickeln. Was meinst du, was hat das gekostet? LU-technisch. 2.500 Euro. Nee, gut, ein bisschen mehr. Okay, 3.000. Also 3,6 waren das Mähen und irgendwie 5 ungefähr waren das Ballenwickeln. Ach, doch so viel. Viel? Naja, aber im Endeffekt ist das, kannst du nicht selber machen dafür, ne? Nee, also, wie gesagt, meine Presse, die hier steht, die hat einen Wert von 100.000 Euro. Ja. Dafür, dass ich sie zweimal im Jahr benutze. Ja. Ungefähr. So, wenn die mir zweimal im Jahr irgendwie 70 Ballen da rauspressen. Das fährst du einmal eine Fuhre weg, da hast du das Geld ja raus schon wieder, was du bezahlt hast. Ja. Und hast halt ja keine Arbeit. Du fährst da mal kurz rüber, sammelst die Ballen ein und fertig. Also, da ich ja so hier mit Ballen hantiere, wegen Stroh und Heu, ja, ist das auf jeden Fall ja auch kein schlechtes Geschäft. Nö, das ist richtig. Krass, da hast du sogar Wärmelampen hier drin. Ja, das Feinste für meine Küchen. Ja. Naja, gut, ich mache mich aber auf den Weg. Danke nochmal fürs Ausleihen, für die Maschinen und fürs Mitnehmen und so. Ja. Und wir kriegen das revanchiert. Mit dem Ausleihen oder so. Ja, ach. Alles gut. Falls ihr Hilfe braucht beim Abfahren, fürs Häckseln oder so, da könnt ihr ja Bescheid sagen zur Not. Ja, ach, das kriegen wir, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. Alles klar. Okay. Danke, ciao. Jo, ciao. Stefan. Ja. Bin jetzt auf dem Rückweg. Alles klar, ich bin schon mal am Vorbereiten. Alles klar. Ja, bin mal gespannt, wie das Häckseln morgen dann funktioniert. Und wie das funktioniert mit den Futtermischen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Mischungsverhältnis davon ist. Ein bisschen Stroh, ein bisschen Gras, ein bisschen Heu,
Oh, oh, das war knapp. Aber es ist egal, ob Gras oder Heu, oder? Stefan? Jo. Weißt du, ob das egal ist, ob da Gras oder Heu reinkommt? Ich dachte, Norbert hätte dir ja die Liste rübergeschickt. Ja, da leider vergessen. Ich muss ihn sonst nochmal anrufen. Ja, ich glaube, das wird das Beste sein, bevor wir da irgendwas falsch machen. Ja, alles klar. Dann rufe ich ihn nochmal kurz an. Hm, können wir ja mal gucken. Ja, Sebastian? Ja, Norbert. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir nochmal die Dings schicken? Das Mischungsverhältnis, das ist richtiger. Was war das denn nochmal? Ja, muss ich gleich nochmal gucken, wie das genau war. Ja, also weiß das gerade auch nicht aus dem Kopf. Hey, habe ich gerade nicht parat den Zettel. Bin hier gerade am Ballen einfahren. Ich gucke mal gleich. Und dann schicke ich dir das rüber. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Okay. Danke. Jo. Ciao. Ciao. Noch mal ganz kurz was gucken. Irgendwie ist nämlich was schief gelaufen. Das. Gerade ein bisschen Internetprobleme anscheinend bei mir. Jetzt scheint es wieder gut zu sein. Das ist natürlich ärgerlich. Stefan? Jo. Ach, da bist du. Also, er hat leider noch nicht geschrieben, weil er es aus dem Kopf nicht wusste. Er hat eine Liste gemacht. Er weiß nicht, ob er es heute noch schafft. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ja, würde ich auch sagen. Dann haue ich hier mal ein bisschen Stroh rein und dann. Ein paar Heuballen. Warte. Nee, Steffi lag eindeutig an meiner Internetverbindung. Also hau mal erstmal jetzt noch einen Ball in Silage. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Silage. Ja. Hau mal noch ein Silage rein und dann noch ein bisschen. Oder
Oder wollen wir lieber Gras machen da ein? Ja. Ah. Weiß nicht, ob das Mischungsverhältnis. Guck mal da rein. Das hier in der Anzeige ist ja das Mischungsverhältnis. Das sieht, glaube ich, das sieht doof aus sonst. Ja, mach ich mal einen Silage. Ui, ja, aufpassen, dass du nicht hinten hochgehst, ne? Ja, ich merk's gerade. Muss vielleicht mal ein Kontergewicht dran machen. Für die nächste Rutsche. Ja. Erstmal fütter ich dann direkt, ne? Ja, genau. Ui. Ja, so ist gut. Also, ich habe jetzt vergessen, wie viel Stroh das waren. Ah, schade. Aber wir machen gleich 2 Ballen Silage, 1 Ball Heu und den Rest füllen wir mit Stroh auf, dann passt das. Ja. So, Kühe, hier, bitteschön. Nur das Beste für euch. Ja, ich lade eben erst ab. Da ist noch was drin. Oh. Wir haben ein kleines Problem. Was denn? Das kann man hier nicht abladen. Oh. Wollen wir uns hier vorne irgendwo eine Ecke suchen und da erstmal einen Haufen machen? Ja, kann man machen. Aber dann, so. ich würde dann nichts mehr mischen erstmal. Nö. Dann müssen wir uns irgendwie mal was überlegen. Ich hau das erstmal hier in eine Ecke rein. Oh, das ist aber ärgerlich. Also einfach hier hin und dann müssen wir ja müssen ihn ja wieder zurückbringen. Aber nicht mehr heute zurückbringen. Oh, das ist ärgerlich. Ich dachte, dass wir jetzt richtig schön Masse machen können. Ja, das ist, weil wir zu viel Heu gefüttert haben. Nee, auch in unser Silo. Ja. Geht das nicht rein irgendwie. Ja, auch doof. Okay, aber ich würde sagen, gucken wir mal, ob wir zum Schlafen gehen können. Ruf mal kurz den Norbert nochmal an, ja? Ja. Ja, hallo. Hallo, machst du? Ballen. Oh, Abfahrt ohne okay. Ende.
Ja, wir haben gerade festgestellt, dass wir unsere Mischration kriegen wir nicht in unser Silo rein. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen was schon gemacht und bei den Kühen reingepackt, aber ja, wir würden für heute ins Bett gehen wollen. Und dann morgen mit dem Häckseln anfangen und wir würden den Wildwagen morgen einfach wieder den Mischrationswagen morgen wieder vorbeibringen. Weil ja, wir haben jetzt einen kleinen Haufen gemacht, das reicht uns jetzt erstmal für 1, 2, 3 Monate. Und wir müssen dann mal ganz gucken, ob wir irgendwie ein kleines Silo nochmal irgendwie machen oder ob man das umfüllen kann in Big Packs, um die irgendwo einzulagern, weil jedes Mal unseren Mischwagen holen ist ja auch doof. Ja, das stimmt. Ja, ich mache es ja auch immer fertig, was ich gleich bei den Kühen rein. Ja. Ja, unsere Kühe haben nicht so viel Platz gehabt jetzt. Ja. Ja. Naja, nee, wir würden jetzt ins Bett gehen. Machst du noch lange oder? Ja, das ist auch blöd zu arbeiten. Ja. Mach doch auch morgen früh weiter. Mach doch auch nicht mehr so lange dann. Nein. Stell den Trecker da jetzt noch aufs Feld, dann geht's morgen früh weiter. Ja, genau. Alles klar. Dann hören wir uns. Genau, bis morgen. Bis morgen, ciao. Ciao. Komm, Stefan, wir gehen ins Bett. Jo, alles klar. Bis morgen da. So. Warten wir mal auf die anderen Schlafer und dann geht's morgen früh weiter. Bin Adrusche. Oh, guten Morgen. Ah, du bist schon wieder guten unterwegs Morgen gewesen, das ist klar, ne? 8 Uhr und. Ja. Auf jeden Fall. Ich guck nochmal nach dem Mais. Nicht, dass wir jetzt da reinfahren und dann. Machen wir den Salat. Ja, gut, ist fertig. Können wir loslegen. Perfekt. So. Ich hatte dann auch alles abgeschmiert, Rollöl überprüft, Ölstand vom Motor überprüft. Ja. Da sollte alles vorbereitet sein. Gut, wer will anfangen? Ja. Du, ich? Wer will anfangen? Ja, mir ist es egal, wie du es gerne hättest. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja. War der Futterwagen von Norbert? Den lassen wir erst hier, den bringen wir irgendwie im Laufe des Tages vielleicht noch runter. Jo, alles klar. Jetzt sind wir mit dem, ja, Bilder. Denk mal, das macht mehr Sinn. Ja. So. Auf geht's ins große Häckseln. Ist doch gerade so hier durch, ey. Ach krass, das funktioniert ja. Ja, fand das geht echt gut. Jawohl. Hier wird mir aber, warte mal. Ja. Was ist das hier? Hier ist so eine Chunk-Anzeige, die steht auf leer. Was? Steig mal ein. Unten rechts ist die Chunk-Anzeige dafür. Ah, da müsste Siliermittel sein. Haben wir sowas? Nein. Macht das Sinn? Das macht Sinn, ja. Kriegen wir sowas besorgt noch eben? Ich denke mal beim Händler. Dann komm. Machen wir aus. Holst du den LKW? Ja. Oder warte, ich rufe du mal beim Händler an und bestell das schon mal.
Ich hole den LKW. Mach ich. Hast du ihn wieder eingeparkt? Jawohl, ist in der Scheune. Sehr gut. So, aber wie wir das Silimel holen, seht ihr in der nächsten Folge, denn wir sind erstmal durch. Ja, war schon die vierte Folge, ne? Ja. Gut, eine Folge kommt jetzt noch, also nochmal 25 bis 30 Minuten Spaß mit uns und ja, lasst ein Like, einen Kommentar, ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit ein. Guckt auch gerne bei SH Gaming rein. Der ist hier unten verlinkt. Alles klar, dann sag mal tschüss und ciao. Sikorski.